So Leute, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem neuen Video und wie ihr sehen könnt, wir waren mit dem Kollegen, dem Juli, hier unterwegs. Aktueller Status hier vom 318 ist bescheiden, sag ich mal in dem Falle. Und wir haben noch einiges zu tun auf jeden Fall und dementsprechend jetzt ein paar News für euch, los geht's. Ja Freunde, ich hoffe die Lichtverhältnisse sind soweit in Ordnung, ihr habt das ja draußen schon gesehen, ist schon ziemlich dunkel geworden. Ich wollte aber auf jeden Fall jetzt heute Abend noch ein Video für euch drehen. Wir haben wieder so lange hier schön in den Abendstunden an Autos geschraubt, das was wir halt super gerne machen. Weil wir es lieben, weil wir es können, weil es einfach unser Hobby ist. Und ich hoffe, dass wir in diesem Land solche Fahrzeuge, solche Kulturgutes, wie zum Beispiel ein BMW E46, ein absoluter wunderschöner Wagen, dass die nicht einfach von unseren Straßen in den nächsten Jahren allzu schnell verschwinden. Dementsprechend nochmal ein kleines Feedback hier zu meinem Besuch im Hambacher Forst. Vielen Dank auf jeden Fall für das zahlreiche, wirklich durchweg positive Feedback. Klar, es gab so ein paar kritische Kommentare auch. Das soll auch so sein, das finde ich auch gut. Ich habe wirklich einfach, ich habe zu blauäugig gehandelt, so kann man es gut, glaube ich, ausdrücken. Insofern, dass ich mir nichts dabei gedacht habe, dass diese Menschen dort vor Ort, dieser eine zumindest, muss ich ganz klar sagen, wirklich relativ aggressiv waren. Weil mit den anderen zwei Kandidaten, wie gesagt, der Typ mit der Polizeijacke, der komplett vermummte und der andere komplett ohne Vermummung, die waren ja super in Ordnung. Mit denen hat man ja wirklich ein konstruktiv interessantes Gespräch geführt. Und das habe ich mir auch irgendwo erhofft. Ich habe ja, weiß Gott, nicht damit gerechnet, dass ich da irgendwie, was weiß ich, ein Hausverbot oder irgendwie sowas in der Richtung ausgesprochen bekomme und dann auch noch unter Androhung von Pfefferspray gar. Also Leute, ich bin ein friedliebender Mensch und ich suche immer eine offene Konversation, so wie ich das auch durch diesen Kanal versuche. Das war der letzte Gedanke, den ich hatte, als ich da hingefahren bin, dass da wirklich irgendwie was passieren kann. Ich wollte mir das Ganze angucken und einfach neutral berichten, was ich, wie ich finde, immer noch weiterhin gemacht habe, wie ihr mir auch in den Videos bestätigt habt. Und das finde ich wirklich nachträglich nochmal gesagt, einfach schade. Wirklich einfach schade, dass das mit diesen Leuten da vor Ort, zumindest diesem einen, und mit wem er sich da an anderen Kollegen auf jeden Fall ausgetauscht hat und mich daraufhin des Platzes verwiesen hat und Androhung von Pfefferspray, finde ich das wirklich einfach nur schade, weil das ist der Sache definitiv nicht dienlich. Und das ist auch so, wenn ich so durch die Kommentare hier scrolle und so weiter, dann wurde hier auf jeden Fall noch von anderen gefragt, wo mein Kumpel gewesen wäre. Der war ein paar Meter weiter vorne, der ist gar nicht so weit reingegangen. Rückwirkend betrachtet war ich zu blauäugig, wie schon gesagt, würde ich das auch nicht mehr machen, so weit da alleine reingehen, auf gar keinen Fall, wenn nur unter Geleitschutz und sonst was. Ja, also ich finde es einfach nur schade, 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 was da abgegangen ist. Ja, dementsprechend, wir gehen in die erste News, Freunde. Die erste News bezieht sich auf Dieselskandal bezüglich VW. Wir wissen, in gut 2 Wochen geht es nämlich, oder weniger als 2 Wochen geht es nämlich los. Da läuft nämlich die Musterfeststellungsklage an. Jetzt hat aber hier eine andere Kanzlei nochmal, Dr. Stoll und Sauer, über die habe ich auch schon mal berichtet, die sind auch relativ aktiv in diesem ganzen Ding. Sie haben auf jeden Fall ein Klägerschreiben gemacht. Die vertreten nämlich wirklich eine exorbitante Zahl von Dieselgeschädigten. Das sind nämlich an der Zahl 15.000 und sie haben einen, so titelt jetzt hier der Spiegel Online, einen Drohbrief an unseren aktuellen Verkehrsminister Andreas Scheuer geschrieben. Da wird nämlich vorgeworfen, mangelnde Kontrolle, Wegsehen und zurückhaltende Informationen. Das werfen sie nämlich quasi der gesamten Bundesregierung und natürlich im Speziellen auch dem Verkehrsminister Scheuer vor. Ich weiß nicht so ganz, vielleicht ist das einfach so ein bisschen Säbelrasseln, vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit machen als Promo-Aktion für die Kanzlei. Vielleicht ist aber auch irgendwo die Möglichkeit, da vorzugehen und vielleicht ist auch im Ganzen da irgendwo was Wahres dran, weil wir wissen das und man sagt das ja immer wieder, also Herr Scheuer bekommt das ja häufiger auch hier in den Kommentaren beim Spiegel dann vorgesagt, er wäre kein Verkehrsminister, er wäre der reine, ich zitiere jetzt nur, er wäre der reine Lobbyist für die Automobilindustrie in dieser Position. Diesen Gedanken kann man wirklich schnell hegen, indem man sich überlegt, wie gut es der Automobilindustrie in einigen Bereichen in Deutschland geht, wie stiefmütterlich sie behandelt werden bei Bestrafungen oder ähnliches. Auf der anderen Seite versuche ich das Ganze wieder rational zu sehen und wir nehmen zum Beispiel dieses Fahrzeug hier als Beispiel. Dieses Fahrzeug hier ist ein C63S AMG, also ein relativ gut motorisiertes Fahrzeug. Jetzt habe ich mich heute gerade mit einer Freundin getroffen, die hat das Facelift von diesem Wagen hier. Und da ist mittlerweile jetzt auch ein offener Partikelfilter, ein OPF drin. Im Stand
Gas zu geben und drehen geht bei dem hier bis in den roten Bereich, bis 7.000, 8.000 Umdrehungen, gar kein Problem. Bei der neuen Variante geht das nicht mehr so. Da ist der nämlich begrenzt bei ca. 3.800 Umdrehungen. Und auch vom Klang her, vom Motorsound und Auspuffsound, was rauskommt, trotz der gleichen, zumindest offiziell im Konfigurator, Auspuffanlage, ist dieser hier deutlich lauter, gibt auch mehr Schub, macht auch mehr von, Schubblubbern, wie man es so schön nennt und so weiter, als das neue Modell. Was will ich damit sagen? Die Automobilindustrie hat es nicht in allen Bereichen so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Nichtsdestotrotz, der Kern, das hier vorgeworfen wird, Moment, ich zitiere, um es in deutliche Worte zu fassen, sehr geehrter Herr Minister Scheuer, wir werfen Ihnen und Ihrem Vorgänger, also geht auch um Vorgänger Alexander Dobrindt persönliche Beihilfe zum Betrug vor, also wirklich ganz krasse Nummer, und werden Sie deshalb in Anspruch nehmen. Ich bin kein Jurist, ich kann das nicht beurteilen, inwieweit so etwas irgendwo eine Möglichkeit hat, dass das vor Gericht überhaupt durchkommt und man darüber verhandelt, oder ob das wegen irgendwelchen Verfahrensfehlern oder sonst was direkt abgeschmettert wird. Das weiß ich nicht, da könnt ihr bestimmt als Anwälte, die ja hier ein paar auch unterwegs sind, bei den Videos bestimmt was in die Kommentare zu schreiben. Das interessiert mich natürlich sehr und es bleibt aber auf jeden Fall ganz spannend, dieses Thema. Als nächstes gehen wir weiterhin auf eine, ich sag mal, verkehrspolitische Nachricht ein, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen auf die Hersteller und so oder überhaupt die ganze Automobilindustrie bezieht, ist es aber auch relativ wichtig. Was passiert aktuell? Aktuell passiert halt wirklich sehr viel mit Abgasnormen, Vorschriften und so weiter, die nochmal deutlich erhöht werden. Ich weiß nicht, wie man es jetzt genau ausdrücken möchte. Auf jeden Fall sieht es nämlich so aus, dass diese ganze Abgasreinigung und alles immer umfangreicher wird. Das ist für die Hersteller aktuell umsetzbar und realisierbar, ja, aber diese Kosten, die sie dadurch haben, diese Mehrkosten, die übertragen sie natürlich im Endpreis des Fahrzeuges irgendwo an uns Kunden. Das ist ja auch logisch und nachvollziehbar. Warum sollten sie das komplett selber tragen? Muss man auch mal in Frage stellen. Das ist ja ein normales Geschäftsgebaren, dass man das macht. Logisch und nachvollziehbar. Dementsprechend, wir alle werden darunter definitiv leiden, wenn sich diese ganze Verkehrspolitik weiterhin so entwickelt. Und die Folge daraus spiegelt sich nämlich jetzt folgendermaßen wider. So wurde nämlich Herbert Diess hier vom Handelsblatt unter anderem befragt, zumindest schreibt das Handelsblatt das Ganze. Es gibt ja den ganz kleinen VW, den kleinen VW ab. Und der liegt bei einem circa Einstiegspreis ab 10.625 Euro. Wenn der aber jetzt für die neuen Auflagen soweit instand gesetzt werden muss, sag ich mal dazu, dann sieht es aber so aus, dass der circa einen Aufschlag von 3.500 Euro erfahren wird. Ja, das ist mal ein Drittel des Neupreises. Da sagt Herr Diess auch, Zitat, damit ist er tot. Zu Deutsch, der Wagen wird nicht mehr gekauft und wenn ein Wagen nicht mehr gekauft wird, würde er es gar nicht mehr produziert, weil keine Nachfrage besteht. Oder aber er wird schon vorher, weil man irgendwelche Umfragen und Statistiken sich errechnet hat, wird nicht mehr gekauft, würde er es gar nicht mehr produziert. Die Folge daraus ist einfach, wir müssen teurere Fahrzeuge kaufen, weil wieder irgendwelche Kandidaten in der Regierung und sonst wo sich überlegt haben, ja, das muss dies und jenes alles erfüllen. Aber diesen nächsten Schritt, der daraus folgt, alle Fahrzeuge werden teurer und die kleinen Fahrzeuge werden definitiv wegfallen, hat sich mal wieder keiner das Ganze zu Ende gedacht. Bei Opel sieht das Ganze mit dem Einstiegsmodell Karl und Adam genauso aus, wird ähnlich ablaufen. Ford ist der Cobalt-Geschichte, wird hier geschrieben. Toyota Aygo, Peugeot 107 und so weiter und so fort sind alles Fahrzeuge, die davon wahrscheinlich betroffen sind. Das kann doch nicht die Lösung sein. Dann habe ich hier noch ein bisschen was gelesen oder einiges eher gesagt gelesen über AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer. Und wir haben uns ja so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass die SPD es relativ schwer hat, gerade aktuell anständige Kandidaten für den Vorsitz zu finden. Und bei der CDU auf der anderen Seite hat man ja AKK als Vorsitzende gewählt. Und ich frage mich jetzt mittlerweile, ist die SPD nicht ein bisschen schlauer unterwegs, indem sie einfach mal jede Menge verschiedene Leute vorschlägt und auch so ein bisschen guckt, wie ist denn das allgemeine Feedback im Volk? Ob das Absicht von denen ist oder ob das einfach Planlosigkeit ist, das sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz, eine AKK, meiner persönlichen Meinung nach, ist definitiv nicht die richtige Person für den Parteivorsitz. Und das spiegelt sich ja in zahlreichen Punkten wider, was sie alles macht. Also
die ganze GroKo hat einfach große Probleme. Und so schreibt der Fokus ja zum Beispiel ja auch, Maaßen Patzer, also wer das nicht mitgekriegt hat, über unseren ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, Herrn Maaßen, hat sie sich ja auch geäußert, dass er doch die CDU verlassen sollte, so ungefähr. Ich gebe das jetzt nicht im Wortlaut wieder. Dann wurde aber nachher auch irgendwie mal wieder so ein bisschen zurückgerudert. Nee, Parteiausschussverfahren wäre das wohl doch nicht. Das ist aber auch in Deutschland gar nicht mal so einfach. Habe ich mich auch mal ein bisschen mit befasst dann. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum sie ihn raushaben will. Er macht gerade so viel und guten Stimmungsfang im Osten der Republik, dass es einfach selten dämlich ist von ihr, ehrlich gesagt, so vorzugehen. Und dazu muss man auch sagen, wenn man sich die Tweets von Herrn Maaßen anschaut, mit allen bin ich definitiv nicht einverstanden, aber einigen definitiv auch schon, weil er sagt halt wirklich einige Sachen, die viele, viele Leute in Deutschland anscheinend denken. Das sieht man definitiv an den Kommentaren darunter. Aber er wird natürlich sehr, sehr schnell stigmatisiert dazu, dass er ein ganz harter Radikaler oder sonst was wäre, was ich für meinen Geschmack gar nicht so krass nachvollziehen kann. Aber schreibt mal eure Meinung in die Kommentare unten, was ihr davon haltet. So heißt es auf jeden Fall im Fokus, Maaßenpatzer von AKK, ne, also darauf angespielt, Kandidatenkurs bei der SPD, die GroKo taumelt in den Herbst. Ja, und so sieht das Ganze eigentlich aus. Also, da sind so viele Baustellen offen, ich weiß nicht, wo das hinführen soll und wie sich eine gerade wirklich stark angeschlagene CDU und eine noch stärker angeschlagene SPD irgendwie so gut wieder aufstellen sollen, dass die zu alten Blütezeiten zurückkommen sollen. Aber vielleicht sind deren Zeiten einfach auch vorbei. Muss man auch mal so klipp und klar die Frage stellen. Dann haben wir hier die nächste Nachricht und wenn jetzt erst April wäre, könnte das auch irgendwo eine Aprilmeldung sein. Es geht um den Ablasshandel bezüglich unserer CO2-Ausstöße und ihr wisst ja, da habe ich ja ein Video drüber gemacht. Das ist ja auch wirklich ziemlich abgegangen. Danke auf jeden Fall für jeden, der da reingeklickt hat und das auch geteilt hat. Denn da ging es darum, man kann auf eine Webseite gehen und sagt, ich bin jetzt hier geflogen oder mit dem Auto gefahren oder sonst was. Zack, gehe ich hin und mache mir den Ablasshandel, kaufe mich quasi frei und zu einem reinen Gewissen. So ist es ja wirklich einfach auszudrücken, dass ich sage, ich zahle jetzt 50 Euro, weil ich hier einmal geflogen bin und zweimal mit dem Auto gefahren bin und dann ist alles wieder gut. Wie das Ganze funktionieren soll, ist mir noch nicht so ganz klar. An der Stelle definitiv der Hinweis, mein Spendenlink ist unterhalb des Videos in der Infobox und als erster Kommentar mal wieder angepinnt. Wer mich unterstützen will und meinen kleinen AMG für ein bisschen Sprit, kann das gerne an dieser Stelle tun. Leute, das ist natürlich Ironie. Ich bin jedem dankbar, der mein Projekt mit diesem Kanal hier finanziell unterstützt. Das ist kein Muss, wie bei diesem CO2-Ablasshandel, wo man quasi dazu genötigt wird. Danach geht es euch besser oder was weiß ich. Finde ich wirklich traurig. Auf jeden Fall geht die Lufthansa aber jetzt hin und bietet eine Alternative zur Flugscham. Dass es überhaupt so einen Begriff gibt, Flugscham, wäre mir auch noch nicht so bekannt, schreibt nämlich NTV jetzt hier. Und so wollen sie nämlich, oder haben jetzt, bin ich mir nicht ganz sicher, eine neue Plattform ins Leben rufen, nennt sich Compensate, also kompensieren auf Englisch, denke ich mal, soll das bedeuten. Und dort wird dem Passagier angeboten, die Flugmenge für seinen Flug in Biokraftstoff, also Bio-Kerosin quasi nachzukaufen oder überhaupt so zu bezahlen, dass man quasi mit diesem Flug mit Bio-Kerosin geflogen wäre. Und da gibt es auch ein konkretes Beispiel für individueller Pro-Kopf-Verbrauch von 28 Liter wäre quasi auf der Strecke von Hamburg nach Frankfurt und da ergäbe sich ein Aufpreis von 45 Euro zu den regulären 17 Euro. Ja, das ist halt genau in diese Richtung, wo es hingehen soll. Es soll nicht die Bahn oder alternative Möglichkeiten günstiger gestaltet werden, sondern einfach der Flug soll teurer werden. Und dadurch ist das Ganze für uns irgendwie dann die bessere Lösung. Das System habe ich bis heute leider noch nicht verstanden, wird aber anscheinend so mitgenommen und von allen irgendwo auch getragen. Irgendwie habe ich das langsam das Gefühl. Ich habe Screenshots zugeschickt gekriegt von diversen anderen Personen, die wirklich diesen CO2-Ablasshandel genutzt haben. Also, und das war ein Anwalt, der auch bei YouTube unterwegs ist. Also das finde ich dann schon sehr, sehr krass, weil sein Sohn ihn da wohl drum gebeten hätte. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das wirklich ganz, ganz krass. So, da ist mein Kollege, der Juli ist da. Dementsprechend, Freunde, wir fahren jetzt nach Essen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Es bleibt weiter entspannt. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Haut rein und ciao.